Wir haben Südfrankreich erreicht, genauer gesagt Gusson, und zwar den Stellplatz am Hafen. Herzlich willkommen zu meinem Stellplatzreport. Wir haben bis hierhin eine Strecke von etwa 1500 Kilometer mit dem Mobil zurückgelegt. Der Stellplatz ist ganzjährig geöffnet, kostet von Februar bis November 8,50 Euro für 24 Stunden. Im Preis enthalten ist End- und Versorgung, Strom gibt es allerdings nicht. Der Stellplatz ist etwa 10 Kilometer von der Autobahn und der Nationalstraße entfernt. Der Platz ist das ganze Jahr über immer sehr gut besucht und hat Platz für etwa 150 Mobile. Die Entsorgung auf dem Stellplatz ist vorbildlich. Zwei Fahrzeuge können gleichzeitig ver- und entsorgen. Dieser Platz ist unsere dritte Station bzw. unsere dritte Übernachtung Richtung Spanien. Auf diesem Bild mit Blick von oben erkennt man die Größe des Stellplatzes. Auch der Ausguss für die WC-Kassette ist okay. Da der Platz direkt am Meer liegt, hatten wir häufig hier starken Wind. Und dann stört in der Nacht oft das Geklapper der Masten der Segelboote, die alle hier im Hafen liegen. Um zu vermeiden, dass jemand mit seiner Toilettenkassette an den Frischwasserhahn geht, hat man den Wasserhahn so verkleidet, dass man mit der Kassette da nicht rankommt. Am Eingang ist ein Container, der als Rezeption genutzt wird. Sollte diese Rezeption nicht besetzt sein und der Balken unten sein, macht man ihn selbstständig nach oben und fährt durch. Der Stellplatz darf nur von Reisemobilen genutzt werden. Ein Parkplatz für PKWs gibt es unmittelbar daneben. In den Monaten Dezember, Januar und etwa bis Mitte Februar kann der Platz kostenlos genutzt werden. In dieser Zeit ist die Rezeption auch nicht besetzt. Duschen und Toiletten gibt es auf dem Platz auch. Ob es dort warmes Wasser gibt in den Duschen, weiß ich nicht. Ich habe sie noch nicht benutzt. Auch die Toiletten habe ich kaum benutzt. Wie man sieht, sind Hunde erlaubt, sollten aber an der Leine geführt werden. Man kann mit dem Fahrrad die Gegend in unmittelbarer Nähe sehr gut erkunden. Es gibt auch einen schönen Strand, den man also mit dem Fahrrad auch gut erreichen kann. Der Ort Gusson ist gut zu Fuß zu erreichen. Man braucht etwa 5 Minuten, dann ist man in der Ortsmitte. Es gibt viele Restaurants in unmittelbarer Nähe des Hafens. Natürlich haben in den Wintermonaten nicht alle auf. Auch Einkaufsmöglichkeiten sind im Ort vorhanden. Es gibt zum Beispiel einen Lidl-Markt. Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, der Platz ist als Stationsplatz auf jeden Fall gut. Auch kann man ohne weiteres einen Tag länger bleiben, um sich ein bisschen von der Fahrt zu erholen. Den Platz findet ihr wieder im Bordatlas von Reisemobil oder auch auf der App von Promobil. Das war's schon wieder. Das war ein kurzer Bericht über den Stellplatz in Gusson. Ich sage von hier aus bye bye, bis zum nächsten Mal.